Hi. Okay, das ist René. Und das ist mein erstes YouTube-Video. Die beiden Zuckerpuppen, die beiden Ratten stellen mich jetzt vor. Let's go. Er ist übergewichtig. Das ist eine Aber ich bin auch Lüge. eine dicke Bitch. Ich bin eine Skinny Bitch. Lüge, 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 Lüge. Sollen wir das jetzt vorstellen? Oh mein Gott, ich müsste eine richtig witzige Story erzählen, als er die ganze Nacht geweint hat, weil er auf sein Handy gefallen ist. Auf jeden Fall, Leute, wir waren in London. Dann waren wir nachts noch draußen, weil wir wollten London bekunden, auch in der Nacht. Und René hat ein Schlückchen Wasser zu viel getrunken. Und hat ja, und dann ist er so nach hinten gefallen und sein Handy war in seiner Arschtasche. Arschtasche. Und wir gucken René an, René guckt uns an, René steht auf, er so. Hans, Aber danach ist noch was Lustiges passiert. den Fuchs. Nicht nur Fuchs, er hat danach erstmal, nur weil sein Handy kaputt gegangen ist, und wir haben nichts, wir haben keine Schuld. Er hat einmal mit uns eine Stunde oder Ich so geredet. schwöre. Eine Stunde oder 2 Stunden? Ich hab halt geheult, tut mir leid. Oh mein Gott, ich saß sogar neben dem im Bus und nicht so richtig Ja. eng Platz. Ich schwöre. Weil Wie haben beide sie fett da überein sind. Ja, gepasst? das ist keine Beziehung, beleidigt von Fette. Nach dieser ganzen Sache war er ja verheult und hat jeden abgefuckt, wie immer. Wir waren alle drinnen, wir haben alle gegessen, Toast und so, und René war halt draußen. Und irgendwann hören wir einen richtig lauten Schrei, so. Und wir waren so, Hilfe, was ist das? Auf einmal, wir gehen zu René draußen, der heult wieder, komplett von Anfang. Er sagt, da war ein Fuchs, da war ein Fuchs! Und dann so 10 Minuten später erzählt er uns, dass er einfach zu einem Mann gegangen ist und gesagt hat, haben Sie den Fuchs, also auf Englisch natürlich, haben Sie den Fuchs auch gesehen, haben Sie den gesehen? Und dieser Mann ist einfach weitergefahren, hat ihn da gelassen. Der dachte auch, der hat jetzt irgendwas drauf, Alter. Also René ist 18 Jahre alt. Warte, wann hat René Geburtstag? Du hast Warte, fünfte, natürlich. sechs. Sechste, fünfte. Warte, sechste? Achte, siebte! Ja! Wusste ich doch! Doch. Du wusstest gar nichts. René wohnt in einer Wohngruppe. Ja. Bald zieht er nach. Betonung liegt auf noch. Bald zieht er alleine Nach nach Berlin. Berlin. Das Sternzeichen ist das, was vor Löwe kommt. Krebs. Oh mein Gott, ich hasse Krebse, weißt du das? Boah, warum? Weil Krebse sind so, sie sind so wie Zwillinge, so fake einfach. Aber ich bin halt emotional, so. Ja, Ja. das ist todesemotional. Aber er ist immer für Freunde und da, egal was ist. Er nimmt sich Zeit. Er versucht auch so viel Wertschätzung zu geben und zeigt auch, dass. Gleich weine ich. Ach nein, ich weiß. Oder wie macht man dich auf? Es ist so ein Trash-Video. So heiße ich auf Instagram. Hey, ich sehe da gar nichts. Das war's mit meinem YouTube-Video. Nee. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Tschüss.